Das sollte eigentlich dann von alleine funktionieren. Ich brauche nicht sparsam sein, weil ich kann alles selber wieder einsammeln. Jetzt friss doch mal was hier. Oh Mann. Und nochmal. Okay. Und nochmal. Okay. Und nochmal. Okay. Und nochmal. Ja, fast. Oh, wieso fällt das so langsam? Ja, das Spiel hat manchmal irgendwie Probleme. Und, okay, einmal noch. Und da kommt das Essen. Essen, Essen, Essen. Kotze, Kotze, Kotze. Okay. Auf jeden Fall, bevor ich mich in Roten verwandle, muss ich schön die Kotze wegfressen. Ah, da hätten sie ruhig wieder so... Ach nee, wenn sie hier Laufbänder gemacht hätten, dann hätte ich das überhaupt nicht geschafft. Gut. Auf jeden Fall wieder Kotze wegfressen. Ja, in diesem Spiel muss man behutsam und vorsichtig vorgehen. Definitiv. Wenn man es hier übertreibt, dann wird's nix. Wenn man hier zu schnell handeln möchte. Okay. Okay. Aber ich rede manchmal zu wenig. Hier ist über das Spiel ist aber auch nicht viel zu sagen. Ich meine, das ist so selbsterklärend. Also jetzt, wo ihr alles gesehen habt, definitiv jetzt im Chapter X. Und ihr habt alles vorher gesehen natürlich, weil ihr ja totale treue Fans seid und jedes Ding verschlungen habt vor Freude. Da wisst ihr natürlich, wie das hier abläuft. Okay, gut, wir haben alles. Okay, jetzt muss ich nur den Sprung wieder da oben hochschaffen. Und dann einen roten holen und dann mit voller geballter Power in einen von den Ausgängen reinhopsen. Ja, Moment, den nehmen wir auch noch mit. Ich will nämlich hier keine Kotze übrig haben. In die ich nachher noch reinspringe, aus Versehen. Okay, ja. Und eins und... Eins und... Oh, 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 oh Gott! Warum mache ich das? Ich meine, es ist eigentlich gar nicht verkehrt, was ich da getan habe. Aber trotzdem, das war nicht meine Absicht. Ah! Na, ein Glück ist die Perle hinter dem Teil und nicht davor. Hinter dem Kotzeschaufen. Okay, und verwandeln. Gut, okay, tut's auch. Tut's auch. Tut's auch und... Kotzt die Wand an! Jau, und ich nehme noch ein kurzes Stückchen mit wieder. Und hab's geschafft. Jetzt kommt Level 7 of Chapter X. Chip und Chapter X. Okay, also wir haben Kotze. Wir haben eine Säurepille. Aha, ja, schön. Und wir haben einen schwarzen. Okay, wir trinken erstmal ganz genüsslich den Scheiß hier aus. Und holen uns dann mal die Säurepille. Gut. Flansch! Gut. Ich glaube, ich muss hier oben einfach was da lassen, damit's... Ja, einer? Damit die sich durchfressen. Warum auch immer sollen die sich denn da durchfressen? Ach so, weil er mir aufmachen muss von da. Ja, genau. Okay, wir machen ein bisschen was. Nehmen wir noch einen. Ein bisschen was sollte hier sein. Okay. Es muss halt runterlaufen nachher. Mhm. Und hier muss auch einer hin. Na komm, bleib da. Bleib doch mal da. Ja, genau. Bleib da, habe ich gesagt. Komm, bleib da. Ah, ich kann ihn schubsen, genau. Nein! Okay. Gleichzeitig gefressen. Schön. Hat gelangt. So, jetzt kann ich das Ding nämlich aufmachen. Ah, okay, doch nicht. Das läuft doch ein bisschen anders, gut. Ja, natürlich. Dann muss ich natürlich hier rüberspringen. Das reicht auch, okay, gut. Ja, okay, ich habe noch viel Kotze übrig. Dann brauche ich erstmal was mich aufhält. Vom Sprung! Shit! Scheiße. Scheiße! Scheiße, 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 scheiße. Oh Gott, ich sing viel zu viel für dummes Zeug vor allem. Oh Mann. Okay. Wie gesagt, wir brauchen hier ein paar Sachen, die sich nachher da durchfressen, wenn es aufgeht da nachher. Das heißt, wir müssen gucken, dass sich das alles hier so in der Mitte lagert. Genau. Das reicht eigentlich auch schon. Nicht so weit nach links. Nach rechts, meine ich. Immer schön hier bleiben. Okay, gut. Dann machen wir einen hier hin. Den schieben wir hier rüber. Ja, okay. Schön da bleiben. Genau. Okay. Dann drücken wir einen Knopf, fressen das Teil. Okay.
Und Kavounz. Das war nix. Okay, jetzt aber. Kavounz, okay. Halt ein bisschen mehr. Okay, egal das. Ich brauche auf jeden Fall genug, damit ich es irgendwie überleben kann. Wenn ich da runterspringe. Okay, ja, also wir sind wieder hier. Machen wir uns schon mal was an die Wand. An die Wand, du Aal. Ja, genau. Du bist ein Riesendepp. Du bist so ein Riesendepp, ey. Du bist größerer Depp als ich. Gut. Aber wenn wir uns ein bisschen weiter runter machen können, dann können wir uns direkt den Weg dorthin... Wow! Das war doch überhaupt nicht so geplant, Gewollte. Och, Leute, diese Levels machen mich fertig. Das sind wie Mario Lost Levels hier. Die Rotz-Levels. Meine Fresse, ey. Ah, nur hier habe ich keine Safe States. Na gut, die brauche ich auch nicht wirklich. Dann wäre das Spiel wirklich sinnfrei. Ich meine, bei Mario Lost Levels war es ja sogar noch mit Safe States fordernd. Nachdem ich sie nachher regelmäßig eingesetzt habe auch. Warum auch man das nicht machen sollte. Die hätten das in den Nintendo einbauen sollen für dieses Spiel. Einfach für dieses Spiel. Okay, drei. Ja, drei machen wir. Okay. So, dann... Jetzt alle rüber hier. Na? Und jetzt schieben. Ah, den können wir auffressen hier. Okay. Ja. Ich will hier nicht so viel haben halt, weil... Ich ja will. Nein, nicht weiter. Okay, jetzt hat er gehalten gerade. Weil ich ja nicht will, dass nicht die nachher noch irgendwie zum Verhängnis wird. Und natürlich möchte ich viel übrig haben für den schwarzen Teil. Ja. Okay, das passt. Dann... Bleib doch mal stehen da, okay? Okay, perfekt. Schön. Okay. A Simple Plan heißt das Level übrigens. Ja, ich habe nicht irgendwie so nicht wirklich auf diese Namen der Level geachtet bisher. Aber ich kann es ja jetzt... okay, das war ein Hacker. Das macht mich natürlich total nervös. Ja. Jetzt ist er schon wieder gerade am Hacken gewesen. Gut. Ja, schön, dass du mich da... hacken lässt. Ja, das war wieder nix. Ach. Na, dann hau erstmal alles raus. Und dann fress was hier auf. Damit wir erstmal hier rüberkommen. So. Jetzt aber vorsichtig sein, was du wegfrisst. So. Dann wieder von oben wegfressen. Aber immer nur mit leichtem Tastendruck. Sonst liegen wir wieder im Dreck. Ja, ich möchte nur so eine Schräge bauen. Sonst wird's nix. Bis zum Boden kann ich nun mal nicht schießen, irgendwie. Okay. Nur so viel, wie ich brauche. So, okay. Okay, das klappt. Das klappt, das klappt, das klappt. Doch, wie die Sau. Oh, okay. Ja, aus Panikattacke ziehe ich immer ganz viele raus gleich. Ach, Mann. War gar nicht nötig. Okay. Whoops, okay. Jetzt hier mich zur Seite fressen. Wow! Okay, ich wäre fast runtergefallen. Es ist ein Scheiß. Ich muss halt wieder hochkommen. Deswegen, daran denke ich halt auch. Ja, und außerdem sind die Säurepoppen weggeflogen. Sehe ich gerade. Naja. Okay. Trink mal einen Schluck hier. Feste Cola. Okay. Mein Zeug ist leer übrigens. Mhm. Schön. Ganz toll. Das freut mich wie Bolle, echt. Okay. Okay, und jetzt runter. Ja, schön. Jetzt muss ich mich nur runterfressen, bis ich dann an den Schalter rankomme. Okay. Okay, genau. So, jetzt muss ich irgendwie die Säure noch darunter kriegen. Okay. Und noch ein bisschen was mitnehmen, weil wir müssen die Säure gleich schubsen. Das war ja auch nicht so super. Aber ich meine, ich darf nicht zu viel Säure da oben lassen, sonst komme ich nämlich nicht zurück. Ihr seht ja, wie wenig ich noch am schwarzen Zeug übrig hatte. Okay. Jo, perfekt. Das hat doch mal geklappt. Das hat doch mal richtig gut geklappt. So, und jetzt warte ich einfach nur, bis das Säurezeug da durch ist. Und schon wieder haben wir ein Level geschafft. Jetzt darf ich nur noch nicht noch einfach reinspringen oder sowas. Okay, lass dich abtransportieren, du Scheißsäure. Mal gucken, nicht, dass er irgendwie doll abprallt oder so. Okay. Ja, und jetzt muss ich auch vorsichtig sein, weil ich muss mir ja so einen kleinen Turm bauen, um da hochzukommen. Oder? Schaffe ich das so? Nee. Und wenn ich da irgendwie an die Säure komme, dann spritzt die zurück und ich bin tot. Okay.